Hallo Leute, jetzt will ich mal kurz über den Boss im zweiten Kapitel reden, den Stark Spider-Man. Ich habe jetzt vergessen, dass ich die Fähigkeiten durch kurz ansehe im Video, aber man sieht gleich, wenn er eine mittlere Attacke macht, dann wird er unaufhaltsam und da kann man ihn nicht blocken. Venom ist generell ein guter Champion, ja, für das ganze Event, das wissen ja die meisten, einfach weil er dann dem Ausweichen umgeht. Aber auch einfach, weil er bei Stark Spider-Man den Klassenvorteil hat. Jetzt hat man hier gesehen, ich bin der ersten Attacke ausgewichen und habe die zweite geblockt. Ich versuche aber hier eine Rotation der SK1 bei ihm auszulösen. Drum ein, zwei Schläge in den Block, damit ich die SK1 von ihm bekomme. Jetzt warte ich noch, bis ich die SK1 habe und dann löse ich die SK2 von Venom aus. Ich werde den Kampf nicht mit Venom fertig machen. Ich werde mich da mal killen lassen. Einfach aus dem einen Grund, weil ich noch einen zweiten Champion zeigen wollte, der auch ganz gut ist. Ich glaube, jetzt lasse ich mich dann gleich mal killen. Hört mal, ja. Hier nochmal die SK2 und dann. Ja, hier. Da wird er unaufhaltsam und da kann man natürlich nicht einen Intercept machen. Und dann wird man gekillt. Jetzt würde ich noch ganz kurz mit Corvus Glaives. Auf dem einfachen Weg kann man sich ganz einfach zwei Ladungen holen, damit man auch ein bisschen mehr Schaden macht. Aber da gibt es dann einen Trick. Man weicht ganz bis zur Wand zurück, weicht den ersten Schlag aus und blockt den zweiten Schlag. Das mache ich jetzt noch ein zweites Mal, oder? Nein. Und K.O. Aber ich spule jetzt nochmal zurück. Ersten Schlag ausweichen, zweiten Schlag blocken. So geht das ganz einfach und so kann man dann auch eine schöne Rotation mit der SK1 zusammenbekommen und dann hat man ihn relativ schnell down. Also, wenn euch das Video geholfen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und ansonsten wünsche ich euch viel Glück beim derzeitigen Event. Versucht es mehrmals, auch mit 4-Stern-Champion, da hat man nichts verloren, wenn man ein-, zweimal wiederbeleben muss. Geht lieber den Weg noch einmal, dann habt ihr ein bisschen mehr Übung und dann geht es vermutlich gleich besser. Also dann viel Glück und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!